langer. Wir machen größeren Platz. Hinter uns größeres, man kann es sehen. Ne? Und dieses Größere nennt sich ganz einfach Amandül. Thank you.
Wirkt sich dann die Anwesenheit von Publikum auf eure Musik aus? Ja, ich wollte fragen, was liegt euch überhaupt daran, dass da Publikum sitzt oder nicht? Wenn die angetan ist, kann ich das auch wieder ein. Wenn du da droben stehst, du merkst, die Leute checken, was du da machst, oder fühlen damit oder haben da etwas damit zu tun, dann tönt sich das andere besser. Ja, dir liegt also was dran, dass da Leute sitzen? Wenn du da sitzt mit 10 Waschlappen, dann spielst du auch so. Wenn du kein Geld dafür kriegen willst, würdest du dich dann auch da hinstellen? Ja. Ja. Jetzt? Das haben wir schon oft gemacht. Letzte Woche schon gemacht, ja. Wir machen das oft. Ja, ich frage das nur. Aber ich meine, du musst halt irgendwo auch davon leben können, wenn du das Beruf hast. Ja, das ist mir klar. Den Aspekt, das vergesse ich dabei gar nicht. Ich gehe nur darauf hin, wie weit. Ich meine, was er vorhin sagte, also ihm war das wahrscheinlich irgendwie zu unterhaltsam, die ersten Stücke, weißt du? Also irgendwie zu in Richtung Unterhaltung und nicht mehr in Richtung, also jetzt tiefes Musizieren. Aber ich meine, tiefes Musizieren gelingt halt auch nicht immer, weißt du? Also ich meine, du kannst nicht immer irgendwie die goethische Tiefe irgendwie reproduzieren. Das konnte Goethe auch nicht, verstehst du? Der hatte auch mal Zeiten, wo er eben etwas seichter wurde und Zeiten, wo es tiefer ging. Du kannst auch nicht immer mit 360.000 Touren irgendwie durch den Alltag rennen, verstehst du? Dann reibst du dich auf, das geht nicht. Wenn ihr auf einem Platz produziert, habt doch gar keine Möglichkeit, Publikum für euch zu haben, die auf eure Musik ansprechen. Ihr könnt auch nicht antworten. Das ist halt wieder wiederum das völlig anders, ob du eine Platte machst oder ob du Fernsehen machst oder ob du ein Konzert machst. Das sind völlig verschiedene Dinge. Und Aufbau her, im Studio zum Beispiel, kannst du bestimmte Sachen ad infinitum wiederholen, wenn du das willst. Ich meine, die andere Frage ist, ob das dann noch gut ist. Das ist nun mal total anderes Arbeiten. Das ist genauso, als wenn du irgendwie Gogomobil fährst oder wenn du irgendwie 38 Tonnen Krupp mit Anhänger fährst. Das ist ein unheimlicher Unterschied. Genauso ist dann ein Unterschied, ob du einen Pferdewagen wiederum fährst. Das kannst du halt nicht, du kannst es halt nicht sagen, alles ist dasselbe, alles fahren. Natürlich ist alles fahren. Aber das wie da gefahren wird, das ist halt ein unheimlicher Unterschied. Und ich meine, euch fehlt halt die Praxis, um das mal genau mitzuerleben. Dann müsstet ihr wahrscheinlich mal irgendwie in der ganzen Plattenproduktion dabei sein, um überhaupt das mal irgendwie zu sehen. Das kann man so auch mit Worten irgendwie unheimlich schwer vermitteln. Weil es ist in der Praxis einfach eine unheimliche Differenz, die ihr dazu habt, die Musik, die ihr macht. Weil wenn ihr zum Beispiel ins Studio gehen würdet die Musik machen, die ihr da gerade gemacht habt, dann ging es erstmal los, irgendwie mal gemeinsam anzufangen. Das allein würde euch schon mehrere Stunden bzw. Tage kosten. Weil auf dem Band ist alles zu hören. Jeder Fehler, jedes daneben, jedes auseinander, das ist gnadenlos. Und ich meine, da siehst du dann eben, welche Leute dann eben sich darauf einstellen können und welche nicht. Und das kannst du nur mit einer unheimlich langen Erfahrung machen. Das kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Kann nichts von heute auf morgen lernen. Ja, das bringt bei mir die Frage, ob es bei euch nur möglich ist, dass ihr mittels der Technik gute Musik macht. Oder ob euch die Musik ein gutes Gefühl bringt, wenn er so macht. Nur mit Hilfe der Technik ist. Da ist nur drin. Ich meine, wir bewegen uns nun mal mit dieser Technik, die da steht. Das ist nun mal eine Notwendigkeit. Weil ich meine, sonst könnte man, das ist ja genau das Gegenteil, was ihr macht. Ihr macht irgendwie ganz in einem Blecheimer mit einem Besenstiel in der Seite, eine Gitarre und eine Flasche und einen Kamm bzw. eine Mundharmonika oder Trichter und macht damit Musik. Damit kann man natürlich Musik machen. Ich kann auch auf Koffern oder auf Mülltonnen trommeln, das kann man. Ja. Nur ist die Frage, dass man vielleicht irgendwann mal von den Koffern oder Mülltonnen oder Flaschen weggeht und sich meinetwegen Schlagzeug anschaffen, das irgendwie weiterentwickelt. Die Medien, mit denen man sich auseinandersetzt. Weitergehende Frage, warum soll man das? Das warum? Kann man. Warum ist überhaupt der Schritt überhaupt erstrebenswert? Warum? Könnt ihr euch noch ausdrücken ohne die Technik? Weißt du, weil die Leute gefroren hat und sie sich geiler gemacht haben und die aus den Höhlen ausgezogen sind und ein Haus gebaut haben? Ja, genau. Deswegen schaffen die anderen jetzt mal ein Schlagzeug an, oder was? Das leuchtet mir aber nicht ganz in. Das leuchtet mir auch nicht. Sehr gut. Warum? Weil da
ein Sprung, Sprung ich mein, ich ist. Ich sehe das Ganze. Der dialektische Sprung an sich ist da drin. Das ist richtig, aber du, der ist immer drin, den kannst du nicht einebnen. Du vergisst, dass du mit der zunehmenden technischen Perfektion immer wieder das verlierst, immer mehr. Je mehr du dich technisch perfektionierst, verlierst du immer mehr das, was am Anfang dir überhaupt das Gefühl gegeben hat, überhaupt darauf zu kommen, dass du Musik machst. Aus welchen Gründen machst du Musik? Ich meine, ich habe keine Antwort auf meine Frage, Gretchen. Aber aus welchen Gründen machst du die? Weil es mir Spaß macht. Vielleicht ist das, weil ich daraus die Musik beziehen kann, weil es mir einfach Spaß macht. Weil sich die Gründe täglich verändern. Du machst ja täglich neue Erfahrungen, gerade in den Medien. Ich würde das mit dem Stierkämpfer vergleichen, der einfach sagt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Jeder Live-Auftritt ist irgendwie wie die Stunde der Wahrheit. Na schön. Und jede Platten. Dann höre ich noch dabei, was er gesagt hat. Er sagt, es sind jeden Tag andere Gründe. Dann frage ich mich, warum muss das jeden Tag Musik sein? Du, ich meine, warum ist beim Stierkämpfer immer der Stier? Der könnte ja auch gegen Mäuse. Ja, du kannst doch sonst was machen. Du bist doch, du hast eben selbst gesagt, du bist kein Roboter. Du kannst doch sonst was machen. Klar, ich meine, aber ich. Du kannst anfangen, Äpfel zu fressen. Das macht dir genauso viel Spaß wie Musik. Ich bin ja auch vielseitig und damit spreche ich. Also im Sinne der Gruppe. Jeder ist so individualistisch vielseitig, musisch, technisch, rhetorisch, was auch immer, begabt oder auch nicht begabt. Das einzige gemeinsame Vielfache ist, dass wir zusammen Musik machen, wisst du? Ich meine, es ist, glaube ich, auch bei eurer Gruppe, so groß der Unterschied auch sein mag für euch, erscheinen mag, ist an sich auch genau das, dieselbe Intention. Ich sage schlichtweg und einfach Nein an. Ich meine, mit der, also warum macht ihr Musik? Ich glaube, dass ja, ihr, genau, warum macht ihr, was macht ihr eigentlich Musik? Wir machen Musik genau dann, wenn du es Spaß macht. Yes. Warum? aus verschiedenen Gründen. Von ich meine, wollt ihr, wenn ihr alt seid, auch noch Musik machen? Weil liegt ein gewisses Feeling da drin, dass man, wenn gewisse Gründe vorhanden sind, die er sagt, die auch von Tag zu Tag verschieden sind, die Gründe, die ich halt in die Musik reindrängen. Am anderen Mal drängen die Gründe, dich dazu, Äpfel zu fressen. Bringt ja genau dasselbe, wie die Musik zu machen. Pass auf, du musst eine Sache sehen, wenn du zum Beispiel das beruflich machst, wenn du damit Geld verdienst, also wenn du davon leben willst, dann musst du irgendwann um 8 Uhr, oder es ging hier irgendwie um 9 Uhr los, da geht es um 9 Uhr los, dann kannst du nicht sagen, jetzt um 9 Uhr macht es mir keinen Spaß mehr, ich kann jetzt leider nicht, das geht nicht. Und dann musst du, und selbst wenn dir es gar keinen Spaß macht, selbst wenn deine Mutter gestorben ist oder dein Vater irgendwie gestorben ist, musst du das machen, weil das ist Beruf, verstehst du? Entschuldigung, bitte, das meine ich nicht früher gesagt, ich habe da versucht. Und das ist halt der Unterschied. Ihr macht's, heute haben wir keinen Bock, irgendwie machen wir es nicht. Ihr lebt da davon, dass er jetzt zum Beispiel hier Musik macht. Ich habe der Unterschied dafür, von dem Geld lebt. Zum Beispiel, wenn wir 30 Tage, meinetwegen, wir machen jetzt eine Tour durch Deutschland, nur beispielsweise, was wir schon gemacht haben, 30 Tage, jeden Abend, du fährst jeden Tag 400 Kilometer, kommst an, stimmst irgendein Instrument und musst spielen. Du, das macht ihr nach dem 10. oder 11. Tag, mach das mal. Ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast. Ich habe schon mehrere Male gemacht. Deswegen trennen uns da die verschiedenen Erfahrungen. Ich habe schon gemacht, du hast es noch nicht gemacht. Vielleicht, wenn du es gemacht hättest, würdest du mir recht geben. Dann bräuchten wir darüber gar nicht zu diskutieren. Ich will dir sagen, das ist eine Vergewaltigung deiner Gefühle, indem du die nämlich immer mehr verlierst, du statt Musikband. Nee, ich kann mir vorstellen, wie du eben sagst, wenn du jeden und jeden Abend... Dann vergewaltigen sich 10 Millionen Deutsche, wenn die jeden Morgen um 7 wie die Ameisen zur Arbeit rennen. Warum machen die das? Sie vergewaltigen sich unbewusst. Ja eben, also dann geht dagegen los. Wir haben immer noch unheimlich viel Spaß dabei. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zur Musik.
du hast deine englischen Texte da und hast auch siehst auch einen Sinn da drin. Ne? Aber ich habe zum Beispiel kein Wort von dem Englisch verstanden. Ne? Und es gibt zum Beispiel auch deutsche Rockbands, die deutsche Texte bringen. Ja, lass mich mal wieder ausreden. Ja, die deutsche Texte bringen, wie zum Beispiel ihre Kinder, und die sind nicht schlecht. Und auf die Rockmusik passt das Deutsch ganz gut. Während man bei der Bluesmusik überhaupt keinen deutschen Text machen kann. Das geht ja, die deutsche Sprache ist zu hart dafür. Frage, wer macht denn die Texte? Du, jeder von uns macht Texte. Also, alle. Du, eine Frage. Und woher nehmt ihr die Inspirationen? Und aus Erfahrungsbereich? Oder aus alltäglichen, aus metaphysischen, aus transzendenten, wie halt jeder. Also, ich meine, das ist wirklich... Das muss man also irgendwie sehr, sehr individuell abgrenzen, ja. Das muss ich dazu sagen, nicht? Weil ich meine, jeder kommt aus einem, hat einen anderen Hintergrund, sozialen und vielleicht auch kultureller Art, nicht? Also, ich meine, aus diesen verschiedenen Sektionen werden natürlich die verschiedenen Texte dann auch so verschieden, wie sie eben sind. Nur das Gemeinsame ist, dass sie Englisch sind. Was wir mit euren gemeinsam haben. Aber ansonsten haben die Texte miteinander eigentlich nichts zu tun. Weil der Blues ist zum Beispiel mal Englisch, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist in Amerika nicht mehr. Mir ist im Grunde genommen egal, ob ihr Englisch oder Deutsch, nicht Französisch, vielleicht Französisch noch mit Fetzen, weil New Orleans wird wahrscheinlich auch etwas Französisch, aber bestimmt nicht Deutsch. 7 magere Jahre angeschnitten, weil es auch allgemein bekannt, dass so eine magere Zeit bei Owen Dillman da war. Oder da ist vielleicht noch. Wie ist das entstanden? Oder warum ist sie immer noch da? Resadversion. Du, weil das, du. Ich meine, wenn du dich mit der Industrie einlässt, verstehst du, dann musst du gewärtig sein, meinetwegen, für jede Mark, die du kriegst, hat die Industrie mindestens 20 oder 30 eingesteckt. Das ist also definitiv auch damit, wenn du damit dealst, wenn du dich in das Medium begibst, die auf diesen Trip begibst, dann musst du damit eben rechnen. Vor allem, wenn du anfängst, wie wir eben angefangen haben. Die Musiker sind immer die Leute gewesen, die letztlich von dem großen, ganz großen Kuchen am wenigsten abgekriegt haben. Und es gibt keine Band, die mit Live-Spielen irgendwie das verdienen kann, was die zum Beispiel mit großen Bands verdient haben. Das haben die alles mit Platten verkauft, mit riesigen, du liegst im Bett und irgendwie eine Platte verkauft und du liegst immer noch im Bett und die verkauft und verkauft und verkauft. Wenn du meinetwegen eine Platte machst, die ganz hoch geht. Jeder, der irgendwie in dem Geschäft ist, träumt davon. Das ist eine Platte riesig, auf Nummer 1 überall, zum Beispiel Rolling Stones oder was auch immer. Geht auf Nummer 1. Dann ist es so und so viel Geld, das kannst du ausrechnen. Die Leute machen gar nichts, die haben die Platte gemacht, die ist abgeschlossen, verkauft, die Musik hat Warencharakter angenommen. Also solange eine Band die Musik live reproduziert, kann sie gar nicht diesen Warencharakter annehmen, den sie als seelenloses Stück Zelluloid schwarz mit Rillen drin annehmen kann. Ich meine, da musst du zustimmen.
Zurückzukommen auf seine vorherige Frage, die Wahrgang, ja, da glaube ich gemeint, das war wohl das Auseinandergehen zusammengekommen wieder. Ich hatte jahrelang nichts mehr von euch gehört. Woher ist das gekommen, dass ihr auseinanderkommt, seid dann wieder zusammengekommen? Du, das war einfach, weil wir zusammen angefangen haben. Und zwar, weil man sagte, man alle ziehen jetzt zusammen, alle leben zusammen. Und da muss man sich auch was überlegen, wie man jetzt gemeinsam sich erhalten kann. Weil niemand wollte mir immer zu den Eltern sagen, du, ich brauche jetzt noch Geld, sondern man wollte autonom werden. Wollte sagen, wir machen jetzt was zusammen und wollen es dadurch irgendwie erhalten. Und es zeigte sich nach relativ kurzer Zeit, dass die ganzen Widerstände in der Gesellschaft und in dem System, in dem wir leben, einfach zu groß sind, um sowas einfach durch riesig lange Jahre durchzuziehen, weißt du? Das war eben nur, dass sich eben Leute rauskristallisiert haben, die gesagt haben, gut, wir lernen Musik so gut es geht, dass man eben damit, ohne rot zu werden, Geld verdienen kann. Und andere Leute sagten, die haben immer nur geredet, verstehst du? Aber die Zeit ist vorbei, dass du dich auf eine Bühne stellen kannst und irgendwie nur noch reden kannst. Der Otto, der macht das ganz gut, aber da muss man auch drüber lachen. Aber ich meine, die politische Zeit, zum Beispiel diese 68 war, die ist total vorbei, du. Das ist total rum. Weil es bewegt sich alles in Kreisen und die Kreise haben ungefähr eine Laufzeit von 6 bis 8 Jahren. Bis nachdem, wo die Rockmusik runtergeht, kommt der Jazz hoch. Jetzt, wo der Dixieland war vor 8 Jahren auch oben, der kommt jetzt wieder hoch und so geht das immer weiter. Eine ganz andere Frage, die wollte ich schon eben stellen. Und zwar wollte ich mal fragen, wie sieht es denn da eigentlich bei euch aus? Wie seht ihr das? Also inwiefern ist Musik machen für euch eine befriedigende Tätigkeit, also eine befriedigende Haupttätigkeit, eine befriedigende Beruf? Das ist eine sehr direkte Art zu kommunizieren. Das hat was Rituelles, bist du?
Das ist auch eine Sache, die, also, wo du mit der Technik praktisch irgendwie die Gefühle irgendwie stimulieren kannst, nicht? Wo dir die Technik hilft. Ich meine, ob es auch jetzt primitive Technik ist, wie mit dem Stil, mit den zwei Bassseiten, wie ihr benutzt, oder ob das jetzt irgendwie ein elektrischer Bass ist, mit primitiv. Einer ausgebauten guten Schallanlage. Ich meine, das im Endeffekt ist an sich dasselbe, verstehst du? Du willst mit der Musik, du kannst mit der Musik oder willst mit der Musik irgendwie einfach Gefühle wachrufen, verstehst du? Emotionen. Ne? Thank you.